Die Schauspielerei, was war bei Ihnen so die Initialzündung, dass Sie gesagt haben, das will ich werden? Ich denke, die Tatsache, dass ich von Kindheit an meine Mutter ins Theater, ins Residenztheater in München begleitet habe und diesen Haufen von durchgeknallten Schauspielern in den Kantinen, die dann mit mir als kleine Mädchen ihren Schabernack trieben, ich glaube, das hat mich für diese Welt begeistert. Und dann habe ich erst Medizin studiert und bin über Umwege zurück wieder in die Schauspielerei. Für viele Kollegen, vielleicht auch gerade Ältere, gibt es ja auch Schattenseiten. Es ist nicht so gut sozial abgesichert. Ist Altersarmut unter Kollegen ein Thema? Also ich kann nur sagen, dass durchaus auch mithilfe der FFA und mit unserer Studio Audiovisuelle Diversität, wo die FFA uns mit unterstützt hat, wir ja sehr stark auch herausgearbeitet haben, dass Frauen, insbesondere Frauen jenseits der 30, der 35, zunehmend verschwinden vom Bildschirm. Und das heißt natürlich umgekehrt, dass diese Frauen, dass wir Frauen ab einem bestimmten Alter entsprechend weniger oder fast gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist natürlich, kommt, wenn man sich die Zahlen anschaut, fast zu einem Art Berufsverbot gleich. Und ich glaube, da war es super hilfreich, einfach mal Zahlen zu haben. Und jetzt kommen die Schritte, die wir dagegen unternehmen müssen. Und das passiert auf sehr vielen Ebenen, muss auf vielen Ebenen passieren. Nicht nur der Schauspielerei, aber auch in den Nachrichten. Da geht es um Experten, im Mangel an Expertinnen. Da geht es um Moderation von Unterhaltungsshows. Da gibt es überhaupt fast gar keine jenseits der 40. Also da gibt es viele Ebenen, wo man etwas tun kann und ich denke auch tun muss.